Hallo zusammen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, die Sonne geht unter, aber das Abendland, das wird nicht untergehen. Wir sind relativ sicher. Ja, heute kommen nicht allzu viele Nachrichten von unserem Tollhaus, also von unserer Ampelregierung. Dafür haben wir diese Meldung hier. Nachdem die Königin tot ist und der König im Amt ist, haben die grauen Eminenzen dieser Welt wohl entschieden, der richtige Mann ist da nicht mehr an diesem richtigen, wichtigen Ort und auf dem richtigen Posten. Möglicherweise könnte man diese Regierungsform abschaffen. Ja, unser Fazit, das britische Königshaus hat seine Schuldigkeit jahrhundertelang getan. Das britische Königshaus kann gehen. Apropos Könige und graue Eminenzen, wir glauben, in Europa gibt es einen neuen König. Es könnte der türkische Ministerpräsident Erdogan sein. Der treue Europäer, er möchte in die EU, und der verlässliche NATO-Partner, er schüttelt hier dem Gegner die Hand, der denkt wohl, es bricht ein neues Zeitalter heran und der Bosporus könnte der Nabel der Welt werden. Durchaus möglich ist das, aber ob die Türkei dabei ein Global Player wird oder nur der Spielball der Mächtigen bleibt, das bleibt abzuwarten. Die Medien werden wohl merken und wissen, dass sich die globalen Verhältnisse zu verschieben scheinen. Sie reden hier von Lügen-Putin und Wut-Trump. Nun gut, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die Medien werden wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns alle zukommen wird. Am 9. November, glaube ich, ja, ich glaube, es ist der 9., sind Zwischenwahlen in den USA. Die warten wir mal ganz ruhig ab. Soweit zu Trump. Und ja, bei Putin, da schlagen die Medien ja schon beinahe zarte, zärtliche, liebevolle Töne an. Putin überrascht mit einer deeskalierenden Aussage und er hat nicht die Absicht, die Ukraine zu zerstören. Wir denken, und das ist unser Fazit, dass Putin wirklich nur die Waffenlieferungen in die Ukraine zum Ziel hatte. Nun zum Thema des Tages, jedenfalls für uns. Der Bundestag hat eine Beschlussfassung oder ein Gesetz beschlossen. Und zwar geht es darum, dass man eine EU-Verordnung übernommen hat, die zum Ziel hat, kriminelle Handlungen der Bürger zu verhindern, die sich gegen restriktive Maßnahmen zum Infektionsschutz ja zur Wehr gesetzt haben oder diese nicht befolgt haben. Und da gab es eine Liste mit todbringenden Krankheiten und auf dieser Liste war wohl auch Covid-19. Es waren 23 Krankheiten aufgelistet und in der neuen EVU-Verordnung sind nur noch 22. Covid-19 wurde rausgenommen und ja, das fanden wir sehr bemerkenswert. Wir haben in den Medien darüber nicht viel gefunden. Falls ihr euch eher weiter interessiert, könnt ihr euch ja da selber mal schlau machen. Über den Geltungsbereich, da sind wir uns nicht ganz im Klaren. Dieses Beamtenkauderwelsch, ja, ist immer ein bisschen schwierig. Manche behaupten, es würde nur auf Jugendliche zutreffen, vielleicht auch auf alle Bürger, wir wissen es nicht. Jedenfalls ist Covid-19 von dieser Liste gestrichen worden. Das finden wir sehr bemerkenswert und darüber sollten wir uns mal an diesem Wochenende unsere Gedanken machen und die Gedanken dann vielleicht weiterhin in die Welt hinaustragen. Leute, da sind wir beim Thema, bleibt ruhig und gelassen, lasst euch keine Angst machen, lasst euch keine Panik machen. Angst und Panik muss nur der haben, der sich Angst und Panik machen lässt, aber geht hinaus, zeigt Gesicht. Sagt eure Meinung, geht auf die Straße. Ansonsten ein ruhiges, gesegnetes, fröhliches, freundliches, liebevolles Wochenende. Bitte nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen und falls noch nicht geschehen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Thank you.